Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 26.04.2018, 18.50 Uhr. Wir schauen uns heute mal den Kryptomarkt etwas genauer an, den Bitcoin-Chart wie gewohnt. Und ja, bevor wir anfangen, zwei Punkte. Der erste Punkt, unsere Telegram-Gruppe ist momentan vor knapp 1000 Mitgliedern. Wir haben wirklich eine Hammer-Community, wirklich nochmal Props an meine Community. Ist wirklich alle mega cool drauf. Und wir würden uns freuen, wenn wir heute vielleicht noch die 1000 Mitglieder schaffen. Also wie gesagt, wenn ihr beitreten wollt, ihr seid alle herzlich willkommen und wir freuen uns, mit euch in Zukunft konstruktive Gespräche über das Thema Kryptowährungen, Chartanalysen, Trading und so weiter führen zu dürfen. Der zweite Punkt ist ein großes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Ich habe im letzten Video knapp 300 Likes bekommen. Die Resonanz auf die letzten Videos ist wirklich der Hammer und da möchte ich mich wirklich extrem bedanken, weil es pusht einen enorm. Wirklich jedes Kommentar, was ihr schreibt, ich beantworte alles. Jedes Mal, wenn ein Dankeschön reinkommt, jedes Mal, wenn irgendwer schreibt, du hast mir weitergeholfen, du hast mir was Neues gezeigt, dann freut mich das wirklich mega und möchte ich einfach Danke sagen, weil im Endeffekt ist das irgendwie der Lohn für die Arbeit, die man macht. Man braucht doch immer ein wenig Zeit, bis man die Videos macht. Es ist alles nicht so ohne, wenn man sich das vorstellt. Nur weil das Video 10 Minuten dauert, heißt das nicht, dass das nur 10 Minuten Arbeit war. Und ja, würde mich mega freuen, wenn die Resonanz so weitergeht. Natürlich werden die Videos qualitativ gleich bleiben, beziehungsweise sollen die Videos qualitativ noch besser werden. Das ist immer mein Anspruch, euch noch mehr zu bieten. Und ich hoffe, ich bekomme dann auch die gute Resonanz von euch zurück. Freut mich wirklich mega. Und wir starten jetzt direkt los, wenn wir jetzt genug rumgelabert und widmen uns dem Wesentlichen, nämlich der Kryptowelt. Es sieht momentan wirklich alles gar nicht so schlecht aus. Die Altcoins, ja, pushen schon wieder gegen den Trend. Wir haben Bitcoin gehabt, der jetzt 1000 Dollar verloren hat, aber die Alts interessiert das logischerweise nicht. Immer wenn der Bitcoin ein wenig am Bluten ist, sind die Altcoins ein wenig am Laufen. Wir haben hier Coins, die sehr gut im Plus sind, Stellar unter anderem. Wir haben zwei Coins heute, die den Markt komplett outperformen, das sind unter anderem OMG, also OmiseGo und das Kyber Network. Das liegt daran, dass diese zwei Coins auf BitTam gelistet werden und es ist wirklich immer ein Riesenhype, wenn ein Coin auf einer Börse gelistet wird, einfach aus dem Grund, weil viele neue Nutzer Zugang zu diesem Coin bekommen und da pumpt der Preis eines Coins immer massiv. Also gratuliere an euch, die OMG halten oder eben auch das Kyber Network. Ich würde sagen, das reicht erst auch mal hier auf CoinMarketCap. Was ich hier noch kurz anmerken möchte, ist, dass ich momentan mein Portfolio ein wenig umstrukturiere und dass ich momentan ein paar Ether frei habe und mir einen neuen Coin holen will. Ich will nicht mehrere Coins, ich will einen bestimmten Coin und da möchte ich gerne mal in den Kommentaren davon hören, was ihr für Coins 2018 habt, worauf ihr voll setzt oder welche Coins ihr mega bullish drauf seid. Und vor allem bin ich auch interessiert an Underdogs. Also wenn ihr wirklich Coins habt, die in euren Augen Underdogs sind, wo ihr sagt, die haben mega Potenzial, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, vielleicht auch ganz kurz eine Begründung, warum, dann kann ich das besser aussortieren. Dann schaue ich mir den Coin an, mache vielleicht sogar ein Video dazu und werde wahrscheinlich dann auch, ja, wenn der Coin wirklich passt und wenn der Coin meine Research besteht, dann werde ich dazu ein Video machen und auch da natürlich meine Ether rein investieren. Momentan bin ich sogar eher auf dem Trip, vielleicht in IOTA zu investieren oder nochmal in OMG. OMG hatte ich schon mal und habe ich schon mal verkauft, aber OMG bin ich momentan mega bullish drauf, nicht nur wegen der Börsenlisten. Und IOTA will ich auch mal wieder in mein Portfolio holen, beziehungsweise habe ich IOTA noch nie gehabt, aber IOTA ist so eine spezielle Sache. Ich habe immer ziemlichen Hass auf die IOTA-Community, weil mir die das Ganze zu sehr hypen. Aber momentan stehe ich irgendwie knapp davor, mal echt IOTA reinzuholen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja ziemlich gehypt davon war, dass IOTA von 99 Cent auf 2,15 Dollar hochgepusht ist. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Tipps in die Kommentare, dann gehe ich drauf ein. Thema Bitcoin. Wir sind jetzt hier am Bitcoin-Chart und jetzt widmen wir uns wirklich wieder mal dem Wesentlichen. Ich ziehe die Trendline noch ein wenig genauer, damit wir die hier unten anliegen haben. Wir haben jetzt zwar hier nur diese Berührungen hier, aber das ist jetzt auch ganz egal, weil das uns jetzt nur das kurzfristige Momentum anzeigen soll. Wir sind hier immer noch den Downtrend voll im Gange im 15-Minuten-Chart. Hier mal, ja, der erste Punkt in der Analyse für die Trader jetzt in diesem Timeframe. Wir haben hier unten einen Support, der ziemlich stark haltet, der ist im Bereich 8600. Wir haben jetzt hier diese Lower Highs, die sich hier formen. Wir haben hier auch eine Art Double Top. Wir haben aber auch gleichermaßen einen Doppelboden hier unten, also es ist momentan wirklich ziemlich schwierig, das Ganze zu traden und das Ganze zu interpretieren. Das heißt für mich, dass ich ja ein wenig warte, was passiert. Wir können jetzt hier auch nochmal eine Art Dreieck anziehen. Sollten wir jetzt hier mal einen Breakout schaffen, wird das Ganze vielleicht wieder interessanter. Ich bezweifle es, dass wir momentan die Power haben, aber ich schaue auf dieses Dreieck, wie gesagt, wieder Möglichkeiten zu shorten. Short ob das natürlich unter die Supportline. Wenn wir hier ausbrechen, schauen wir mal weiter. Momentan haben wir einfach Lower Highs und die Lows bleiben gleich hoch, also sieht einfach aus wie ein Descending Triangle, was jetzt nicht gerade der bullischste Pattern ist, ganz im Gegenteil, eher ein bearish Pattern. Auf der anderen Seite haben wir einen Doppelboden, der
Support hier scheint stark zu halten. Wir haben aber auch hier einen Double Top, was sich ja ziemlich neutralisiert. Und wenn wir jetzt weder die Bullen noch die Bären was Momentum haben. Und genau das ist auch das Stichwort, denn nämlich auch auf den höheren Timeframes, was jetzt für die Hodler ziemlich interessant wird, haben wir weder eine Partei noch die andere Partei, die sich heute durchsetzen kann. Wir formen heute einen Doji Candlestick. Und für alle Anfänger unter euch, die jetzt nicht wissen, was ein Doji Candlestick ist ein Candlestick, der eben ein Zeichen ist für Unentschlossenheit am Markt. Es gibt weder eine Partei, die die andere übertrumpfen kann, also weder die Bären noch die Bullen haben heute Überhand. Das heißt, wir formen einen Candlestick, der ungefähr so aussieht. Die Farbe ist auch erstmal egal. Wir haben hier den Öffnungspreis und den Schlusspreis und es ist einfach ziemlich wenig Raum dazwischen. Sprich, wir haben heute zwar ein wenig Bewegung gehabt aufgrund dieses langen Dochts nach unten. Das heißt, wir waren heute schon mal wesentlich tiefer, aber die Bullen haben das auch ganz gut verteidigt. Auf der anderen Seite haben die Bullen auch nicht die Kraft, den Candlestick weiter nach oben zu pushen. Das heißt, Indecision. Indecision heißt in einem Downtrend ein mögliches Zeichen für eine Trendumkehr, wobei ich hier auch sagen muss, ein Doji alleine ist für mich kein Zeichen für eine Trendumkehr. Wenn ich einen Doji sehe, dann will ich dann auch Confirmation sehen, am besten am nächsten Tag, also am besten mal auf morgen abwarten, was morgen passiert. Oft sieht man auch zwei Dojis hintereinander, aber meistens passiert nach einem Doji dann schon wirklich, ja, große Bewegungen, also große Candlesticks. In dem Fall sieht ein Candlestick momentan wirklich bullisch aus. Und hier müssen wir uns einfach die Frage stellen, war das jetzt die Korrektur? Ist das jetzt alles gewesen? Ich bin noch ziemlich skeptisch, weil ich habe noch wenig Zeichen, die auf eine Trendumkehr hindeuten. Und ich brauche einfach mehrere Daten, wo ich eben auch auf Confirmation schaue, wo ich dann sagen kann, okay, das war jetzt der Support. 0,382 ist valide. 0,382 wurde nicht ganz erreicht. Wir sind auf 8,620 hier runtergepusht. 0,382 liegt bei 8,573. Wenn das jetzt der Boden war, dann ist das ultra mega bullish, weil dann haben wir den Support von Welle 3 gehalten. Sind nicht mal in die Nähe gekommen vom Support von Welle 3. Und sind auch von 0,382 wirklich abgebounced. Wie gesagt, momentan neutral. Ich bin für keine Richtung momentan. Es ist ziemlich normal, dass man bei einem Fib-Level bounced. Also es ist selten, ne? Zum Beispiel wie beim 0,236 Fib-Level, dass man da straight durchgeht. Meistens sieht man immer eine Konsolidierung. Das heißt, es ist momentan für mich weder bearish noch bullish. Wir müssen uns auf alle Fälle die Candlestick anschauen, die sich heute hier noch formt. Und wir müssen uns auch vor allem anschauen, wie die Candlestick morgen aussieht. Das ist momentan meine generelle Meinung. Ich gebe momentan gar keinen Trend an. Wir müssen uns jetzt fragen, war das die Korrektur? Also für mich ist die Stimmung noch immer eher bearish. Wir haben immer noch viele Leute, die shorten. Und ja, wie gesagt, wir müssen einfach auf Confirmation abwarten, was morgen passiert. 4 Stunden Timeframe, genau das gleiche, nur eben genauer aufgeteilt. Seht ihr das? Also ist momentan einfach Indecision und dementsprechend jetzt auch nicht so viel Interessantes vom Chart zu berichten. Und da es nur ein Daily Update ist und da wir jetzt auch nicht immer das Ganze über 10 Minuten halten wollen, würde ich sagen, das Ganze reicht erstmal. Wenn ihr wirklich mehr von den Charts sehen wollt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr da was schreiben wollt. Risikomanagement wäre mal ein Thema. EMAs, Indikatoren, Candlesticks, wie gesagt, wenn ihr davon was hören wollt, meldet euch auch, kann ich auch gerne machen. Kann ich auch zusätzlich zu den Daily Updates immer wieder mit einbringen. Wie gesagt, heute habe ich mal einen Doji erklärt zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, mega danke für die letzten Videos, die Resonanz drunter. Freut mich immer noch mega. Jedes Kommentar freut mich, jeder Like freut mich. Und ich möchte mich einfach bei euch bedanken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder eben auch in der Telegram-Gruppe. Denn ich hoffe, dass wir heute die 1000 Mitglieder schaffen. Und ich wäre mega, mega gehypt, wenn du das 1000. Mitglied wärst. Und ich würde sagen, bis dann.